Hi Freunde, herzlich willkommen zu Innen Outside EO Podcast, das ist Folge Nummer 146. Ich bin Yassi und habe mir heute wieder einen Gast reingeholt. Die liebe Jenny ist heute da. Hi Jenny. Hallo. Die Jenny kennt ihr wahrscheinlich schon, die meisten von euch vom Trainieren, aber stell ihr doch einfach nochmal ganz kurz selber eine Runde vor. Gerne. Genau, also ich bin Jenny, bin 32 Jahre alt und trainiere jetzt mittlerweile so seit 2 Jahren knapp bei euch. Bin seit 4 Jahren in München ungefähr. Und genau, beruflich bin ich gelernt Krankenschwester, habe dann noch was studiert und bin jetzt im Gesundheitsmanagement tätig. Mhm. Und wie bist du jetzt so auf CrossFit gekommen oder aufs Trainieren? Ja, quasi durch dich. also ich bin, wie gesagt, vor 4 Jahren ungefähr nach München gezogen. Das war halt so mitten im Lockdown und ich kannte halt niemanden hier und dachte, okay, irgendwie immer gut, über Sportleute kennenzulernen. Und dann war natürlich die Frage, was macht man dann? Und ich habe halt als Kind geturnt früher und ja, hatte irgendwie Bock, wieder Handstand zu können und so ein bisschen Turnsachen irgendwie. Und habe dann geschaut, was gibt's so in meiner Umgebung, und da habe ich die Box gefunden. Also einfach über Google? Ich glaube tatsächlich damals schon, ja. Mhm. Genau, also einfach über Google und habe aber, also ich wollte jetzt nicht in einen klassischen Turnverein irgendwie, sondern wollte irgendwas machen, wo man so ein bisschen was anderes auch rumprobieren kann. Und CrossFit hat mir aber zu viel Angst gemacht. Mhm. Aber du wusstest schon, was CrossFit ist, das ist auch schon mal interessant. Also nach ein bisschen Einlesen und ein bisschen Videos gucken und so. Genau, aber habe dann mit Gymnastics erstmal angefangen. Und ja, seitdem, glaube ich, kaum eine Stunde verpasst, außer ich war mal im Urlaub oder krank. Ja, ist echt cool. Also jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch daran, dass du wirklich am Anfang nur in die Gymnastikstunden bist. Aber das liegt jetzt ja schon wieder so weit zurück, dass ich daran jetzt echt erstmal gar nicht mehr so gedacht habe. Ja, das hat sich ja auch irgendwie schnell zu so einem Suchtfaktor, sage ich mal, entwickelt. Also ich glaube, das ist ja auch bei vielen so, dass die irgendwie mit einmal anfangen, einmal die Woche, dann zweimal die Woche und dann irgendwie so ein bisschen Blut lecken und dann doch öfters kommen. Mhm, und mir war es auch so. Bei mir auch, ja. Erst so einmal die Woche, dann echt super schnell zweimal und dann, ich glaube, dass ich hatte nie so einen dreimal die Woche Vertrag. Ich glaube, ich bin dann irgendwie auch sofort. Ja, doch, den hatte ich noch. Und dann aber auch, ja, mit Arbeit musste ich halt erstmal gucken, wie man das so arrangieren kann. Aber den 4-mal die Woche habe ich übersprungen und habe dann direkt auf die Flatrate gewechselt. Also dann bräuchte ich ja eigentlich gar nicht so fragen, gell? Was dann so, ist dann Handstand auch dein Lieblingsskill so? Ja, schon. Oh, voll cool. Ja, doch. Also man macht mittlerweile, glaube ich, gefühlt die wenigsten Fortschritte, die man quasi so direkt merkt. Mhm. Also das ist bei anderen Übungen, irgendwie beim Gewichtheben, da merkt man schneller, man kann noch mal irgendwie ein paar Kilo mehr drauf machen oder so. Beim Handstand, finde ich, sind es jetzt so kleinere Nuancen, die sich ändern, die halt voll den Unterschied machen, aber die, da muss man so genauer hinschauen. Mhm. Aber das, also, wenn ich nur eine Stunde besuchen könnte, dann wäre es, glaube ich, Gymnastics. Oh, das ist voll süß. Ja. Ja, krass. Außerdem sind wir auch voll die Truppe. Also, das ist irgendwie nicht nur Training, also es ist generell in den Stunden selten, dass es nur Training ist. Also ich finde, man hat hier auch viele Freunde irgendwie kennengelernt. Aber Gymnastikstunde ist schon nochmal anders. Ja, stimmt. Das ist auch so interessant, weil es so ein, eigentlich ist ein wilder Haufen, wo man wirklich erst so meinen würde, ihr würdet euch jetzt draußen so in der freien Wildbahn, sage ich jetzt mal so, würdet ihr euch nie treffen, weißt du, was ich meine? Und eigentlich auch nie was gemeinsam machen, weil einfach so die, in was für einer Konstellation wäre das, genau, wird es einfach nicht geben. Und deswegen ist es dann so faszinierend, so diese Dynamik dann anzugucken. Ja, stimmt schon, das ist ganz witzig. Ja, was hast du dir beim ersten Mal wahrscheinlich auch schon gedacht, so was ist das hier? Ich glaube, damals war es noch gar nicht so eine krass eingeschworene Truppe. Das fing da erst so an. Deswegen war ich, glaube ich, bei den Anfängen noch mit drin, weil da war noch Kim da zum Beispiel. Mhm. Mit ihr habe ich mich auch relativ schnell einfach gut verstanden. Dann kam Maike irgendwann dazu, dann war Lara dabei und dann hat sich das irgendwie so selbstständig gemacht, würde ich fast sagen. Ja, das stimmt. Dann sind wir so gewachsen, dann war der Flo ja auch immer noch da, die Franzi war noch da. Die Franzi war da auch immer sehr, sehr hinterher, das ist so ein Trippchen mit, weil die hat zum Beispiel immer auf der Platte gehabt, wer jetzt sozusagen heute in die Stunde kommt und wer fehlt und wie viele eingetragen sind. Das war die klassische Lehrerin halt. Ne? Ja, genau, die hat das immer voll rausgehabt, das stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst, das stimmt, das hat sie dann einfach so vollkommen entwickelt. Was ich auch total cool fand, ist einfach die Tatsache, dass die ganze Gruppe sich so einfach fixe Sachen vorgenommen hat. So, das wollen wir üben.
Und dass euch nie zu blöd geworden ist, einfach das immer wieder mühselig so jede Woche an den gleichen Sachen zu fallen. Also ich meine, ich bin ja auch so, aber finde ich trotzdem cool. Ja, aber ich glaube, dass auch jede Woche irgendwie schon noch ein anderer Fokus ist bei jedem und die Herangehensweise halt anders ist. Also ich finde, man merkt auch bei dir total, dass du jede Woche irgendwie irgendwas anderes in der Woche gelernt hast, was du uns versuchst weiter... Was mich dann beschäftigt, gell? Genau, und das ist dann so, jede Woche ist so ein bisschen anderer Fokus und dann versteht man wieder irgendwas, was man eigentlich schon verstanden hat, aber man versteht es nochmal anders und dann, ich glaube, dadurch wird es auch einfach nicht langweilig. Ja, ich hab das auch voll oft, dass ich da von allen in der Stunde so viel lerne, weil dann, oder vielleicht auch andersrum, wenn ich dann irgendwas trainiere und dann denke ich mir so, ah, okay, so und so, und dann klappt es vielleicht nicht richtig oder ich denke mir irgendwie bei irgendwas so, oh ja, okay, krass, so fühlt sich das viel besser an und dann denke ich oft genau an eine spezielle Person. Mhm. Ich mir denke, ah, das hast du doch schon mal bei der und der Person gesehen und vielleicht geht es der und der so oder wenn irgendjemand was halt besonders gut macht, dann denke ich mir so, ach so, macht der diesen Move oder so. Und das ist schon in beide Richtungen, dass mich dann, ja, stimmt schon, viel beschäftigt auch, aber dass ich auch voll viel mitnehme bei Dingen, die dann halt vielleicht klappen, weil jemand das und das macht oder weil ich vielleicht vorher irgendwas nicht gesehen habe. Also echt schon mal spannend. Das ist auch schön zu wissen, dass wir auch ein bisschen was zurückgeben können. Nee, viel Spaß. Sogar. Viel? Gut, ja, also ich würde es ja nicht machen, wenn es mir nicht auch Spaß machen wird. Aber der Teil ist schon echt cool. Und was ich halt auch so toll finde, wenn man euch so gegenseitig anschaut, zum Beispiel jetzt muss man eigentlich wieder Handstand als Beispiel nehmen, wenn einer zum Beispiel Handstand macht und der andere sieht dann irgendwie was und will das dann korrigieren und erklärt es dann, während man es halt erklärt, checkt man selber auch nochmal. Also ich beobachte das voll oft, dass dann irgendjemand sagt so, ja, ich mache dir jetzt mal vor und ich mache dann so und so und so. Und dann plötzlich stehen sie ewig und viel besser als sonst. Weil die Tatsache, dass sie halt erklären, sie schon in eine Position rückt, wo sie halt eine gewisse Reihenfolge einhalten. Weißt du, was ich meine? Ja, und ich glaube auch einfach nicht so viel denken. Also nicht so viel an das Machen drüber nachdenken, sondern eher, wie erkläre ich dem das jetzt? Und dann ist irgendwie der Fokus nicht so verkopft einfach. Ja. Ich glaube, das macht auch nochmal oft einen Unterschied. Ja, stimmt. Ich finde ganz oft, wenn man irgendwie denkt, ach, ich probiere einfach mal, ich habe eigentlich schon gar keine Kraft mehr, weil, weiß ich nicht, gerade einen Workout gemacht oder so, dann sind das oft die besten Versuche, wenn man wenig nachdenkt. Ja. Wie oft trainierst du jetzt so Handstand eigentlich die Woche? Eigentlich ungefähr zweimal die Woche. Jetzt im Moment nur einmal, aber genau, eigentlich so zweimal die Woche. Einmal montags halt bei dir und dann meistens samstags noch. Und hast du noch irgendwie, also hast du irgendwas, was du dir besonders wünschst oder sagst, da willst du jetzt noch so drauf hinarbeiten? Ja, grundsätzlich ja den Press Handstand. Ah, das ist ein geiler Move, ja. Das wäre schon cool. Also generell auch einfach immer länger stehen und ich sag mal verlässlicher stehen. Also jetzt ist schon immer besser geworden. Ich stehe, glaube ich, auch oft nicht schlecht, aber ja, verlässlicher ist, glaube ich, das passende Wort. Das wäre schon gut. Ja, Verlässlichkeit, das ist echt so eine Nummer. Oft hat man es dann verstanden eigentlich und dieses Abrufbarsein, das kenne ich zu gut. Das ist einfach, das dauert immer ein bisschen, bis man das raus hat, ja. Ja, und vor allem, also immer diese kleinen Änderungen, die man ja machen muss, um quasi besser zu stehen oder sicherer zu stehen oder länger zu stehen, bis man die halt irgendwie verinnerlicht hat, ohne dass man drüber nachdenken muss, das dauert halt ein bisschen irgendwie. Ja, cool. Ja. Und sonst so CrossFit? Also wie war das denn dann, dass du auch gesagt hast, jetzt probiere ich mal eine CrossFit-Stunde? Also es hat einfach mega cool ausgesehen. Also ich war dann ja hier in der Gymnastikstunde. Ich glaube, da waren zu der Zeit auch oft noch parallel andere Kurse. Ja. Ich weiß nicht mehr welche, aber ja, das hat einfach mega cool ausgesehen und ich fand es cool, mich selbst so herauszufordern. Also ich musste mich da schon auch rantasten und irgendwie ein bisschen... Also ich bin meistens so, dass ich mir erstmal Sachen ein bisschen angucken muss und mich dann sicherer zu fühlen, das auch auszuprobieren. Und das war jetzt hier eigentlich genau dasselbe. Und dann hat man einmal angefangen und gemerkt, ah ja, also es sieht krass aus, aber es gibt auch immer Variationen, die für Anfänger funktionieren, die sich für den Anfänger dann auch voll krass anfühlen und voll gut, ein gutes Gefühl am Ende machen. Und so kann man sich halt irgendwie gut, ja,
hocharbeiten eigentlich, finde ich. Ist interessant, dass es bei dir genau andersrum ist, weil die meisten Leute kommen so in eine Crossfit-Stunde am Anfang, trauen sich nie im Leben in irgendwie so eine Gymnastik oder eine Oli, weil sie dann denken so, ah, da muss ich ja schon voll gut sein, da muss ich dies und jenes können. Und es ist faszinierend, dass es bei dir genau andersrum war, aber auch schön. Ja, ich glaube halt, also Touren ist, glaube ich, das, was... Weil du den Background hattest. Ja. Genau, weil was mir am nächsten irgendwie war vom... Eben aus der Kindheit vom Touren, dann habe ich halt lange auch getanzt, was ja auch so ein, nicht Touren ist, aber zumindest so ein bisschen in diese Richtung geht. Viel Körpergefühl und so Eigengewicht. Und mit Gewichtheben habe ich halt nie was gemacht oder so. Also klar, mal irgendwie ein bisschen im Fitnessstudio an so Maschinen gewesen, aber ja, so richtig Gewichtheben habe ich erst hier angefangen. Mhm. Weißt du eigentlich, dass wenn du jetzt Gast im Podcast bist, dass du auch drei Leute nominieren musst, die dann in den Podcast kommen? Nee, doch, wusste ich nicht. Ja, weil als die Anna da war, hat sie drei nominiert, aber ich habe jetzt leider so kurzfristig von denen keinen erwischt. Mhm. Das heißt, du hast jetzt natürlich dann auch das Recht, dass du auch drei Leute nominierst. Okay. Das kannst du ja immer überlegen, musst du jetzt nicht sofort sagen, aber kannst ja dann so gegen Ende des Podcasts, dass die auch bis zum Schluss hören müssen, witzig. Aber ja. Schönen Cliffhanger einbauen. Ja. Und dann müssen wir natürlich auch einfach gucken, ob man sie dann nochmal speziell darauf ansprechen muss oder ob sie dann sozusagen selber gehört haben, dass sie nominiert wurden. Vielleicht kann man ihnen ja auch nochmal so einen kleinen Tipp geben, mal die Folge zu hören. Das wäre auch lustig. Ja, ja, ich überlege gerade, was wollte ich dich noch fragen? So beruflich? Magst du da ein bisschen was erzählen oder hast du da keinen Bock drauf, da zu erzählen? Also kann ich gern machen, aber ist, glaube ich, nicht ganz so spannend. Oder du hast irgendwas, was du... Ja, ich habe noch ein paar Fragen. Du hast ein paar Fragen? Ja, ich habe ein paar Fragen. Oh. Also wir haben jetzt so ein bisschen gesprochen, quasi wie ich hier gelandet bin. Mhm. Aber ich habe gar keine Ahnung, wie du hier gelandet bist. Habe ich das nie erzählt? Nee. Eigentlich, lange Geschichte. Nie irgendwie Sport gemacht, groß. Und dann eine Freundin gehabt, die sehr, sehr sportlich war. So eine von denen, die einfach immer alles können. So aus dem Stegreif raus, hier ein Rad. Wir waren mal, ich kann mich erinnern, noch so im See schwimmen. Da war so ein Pfosten ausgestanden. Ja. Mhm. Dann geht sie auf diesen Pfosten, hängt sich mit den Händen an, macht so einen direkten Muscle-Up über diese Stange halt darauf. Also so jemand halt einfach unverschämt eigentlich. Und sie hat immer gesagt, so ja, CrossFit voll so das der neue Trend, Schnickschnack. Und die hat hier ums Eck, Einsteinstraße, hat die gewohnt. Mhm. Oder beziehungsweise ihr Freund. Dann immer gesagt, ja, da gibt es eine CrossFit-Box, dann da mal hingehen. Und ich immer so, nee, und kein Bock und ist überhaupt nichts für mich und so. Und dann eines Tages hat sie mich überredet und sage ich, okay, Freitag 19 Uhr, Stunde gebucht, damals noch in diesem ganz, ganz alten Kalendersystem. Da war die Box hier, also es muss 2013 gewesen sein, vielleicht so einen Monat auf, nicht mal. Und ich buche mir eine Stunde und sie sagt, ja, sie bucht die gleiche Stunde und ist aber nie gekommen. Hat dann abgesagt. Ach, was? Ja, genau. Oder hat dann gar nicht dazu gekommen, die Stunde überhaupt zu buchen. Auf jeden Fall stand ich dann alleine hier. Und die Geschichte ist eigentlich ganz lustig, weil es war dann eine, mehr oder weniger fast eine Einzelstunde, weil der Marco hat die Stunde gehalten und neben mir war noch ein Testtraining. Wir waren die einzigen beiden Teilnehmer in dieser Stunde. Dann wollte ich das nicht absagen. Und ja, das Schlimme war, dieser Typ, der sah so dermaßen, also der sah nach viel Training aus. Richtig so ein aufgeblasener Bodybuilder-Typ. Marco hat den nur rund gemacht, eigentlich fast. Aber also, das soll jetzt nicht so klingen, als ob wir hier neue Leute rund machen. Aber der war so ein bisschen einer, der halt immer sehr viel so, ich sag mal, besser wusste. Ja, besser vielleicht auch so ein bisschen immer so hinterfragt hat, so nach dem Motto, warum eigentlich? Und dementsprechend für das, was er halt gemeint hat, nicht viel gekonnt. Okay. Also, wie gesagt, man respektiert ja jede Leistung und so, aber das war halt einer von. Es passiert im Testtraining eigentlich sonst so gut wie nie, aber an dem Tag war das so. Wie man musste dir vorstellen, ich habe mir dann immer gedacht, so oh, krass, bitte friss mich nicht so. Und ich bin gestorben. Und ja, das war so mein Einstieg. Aber das hat dir gefallen. Gefallen nicht. Der klassische Crossfitter. Gar nicht mal, sondern ich konnte das gar nicht einschätzen. Mhm. Weil dadurch, dass ich ja vorher gar nichts gemacht habe, konnte ich das nicht einschätzen, ob das schwer oder nicht schwer war, sondern ich habe es halt einfach gemacht und nachdem ich das ja gewohnt war, eigentlich nichts groß zu können, konnte ich das gar nicht, also ich konnte es einfach nicht beurteilen. Mhm. Deswegen, nee, ich fand es nicht gut, so, aber ich dachte, das ist halt normal, dass ich halt nichts kann, sondern eine Woche später, dann zum Mal zu Mal ging es halt besser. Ja, also ich habe das relativ nicht, also habe das nicht emotional betrachtet oder so. Ja. Cool. Aber jetzt weißt du es. Ja.
Ich habe noch eine zweite Frage. Also du machst es dann jetzt auch schon eine ganze Zeit. Was ist so das Stolzeste, auf das du bist? Das Stolzeste? Muss auch nicht eine Sache sein. Aber wenn du so überlegst, so worauf bist du stolz, was fällt dir so mit als erstes ein? Meinst du jetzt also sportlich gesehen oder grundsätzlich so, seitdem ich da bin? Nee, schon. Also du kannst auch gerne beides sagen, aber ich hätte jetzt an sportlich gedacht. Ja, ich glaube, dieses Dranbleiben, tatsächlich das Dranbleiben, und weil ich das früher nie gedacht hätte, wobei, wenn ich Sachen anfange, also ich brauche wahnsinnig lange, um was anzufangen, und dann ziehe ich es eigentlich auch durch. Aber ich glaube, so verstanden zu haben, was für Fehler ich früher, ich glaube, darauf bin ich stolz. Mhm. Ja, einfach so gewisse Fehler nicht mehr machen. Das klingt jetzt bescheuert, dass man stolz drauf ist. Nee, finde ich gar nicht. Aber gewisse Fehler einfach, glaube ich, nicht mehr zu machen. Das ist wahrscheinlich am ansonsten. Ich habe nicht eine spezielle Sache. Okay. Also auch nicht irgendwie so einen speziellen Skill. Also einfach im Prinzip, dass es weiter ging, als ich eigentlich je gedacht hätte, dass es geht. Darauf bin ich vielleicht stolz. Dass du dir so keine Grenzen in dem Sinne selbst gesetzt hast. Ja, wahrscheinlich irgendwie so in die Richtung. Weil wenn du mich das jetzt gerade so meine Anfänge, wie ich gesagt habe, ich habe mir unfassbar schwer mit allem getan. Hätte ich das gar nie so, also geschweige denn, coachen hätte ich eh nie kommen sehen, also in 100 Jahren nicht. Und einfach auch, wenn jemand zu mir gesagt hätte, die und die Sachen sind später mal möglich, dann hätte ich zwar nicht gesagt, so, das ist nicht möglich, aber ich hätte es auch nie im Leben kommen sehen. Okay. So, das meine ich, dass ich das so, das hat mich schon überrascht. Mhm. Einfach, dass auch wenn man jetzt relativ spät anfängt mit sowas, und jetzt gar nicht so den Hintergrund hat, dass das irgendwie möglich ist. Da ist so eine gewisse Form von Stolz dabei. Aber ich bin bin grundsätzlich nicht so die Person, dass ich sage so, ah ja, da bin ich jetzt so richtig. Ich mache halt irgendwie einfach, bin ich zu primitiv. Denke ich nicht so drüber nach. Aber das ist eine interessante Frage, mit der hätte ich jetzt nicht gerechnet. Na, guck mal. Was bist denn du besonders stolz bei dir? ich glaube, ich bin auf zwei Sachen stolz. Einmal, dass ich nicht mehr so viel mit den Trainern diskutiere. Hast du das gemacht? ja, im Sinne von, ich sollte mehr Gewicht nehmen und ich habe mir das nicht zugetraut. Mhm. Und es hat aber immer geklappt. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, so ja, Jenny, halt einfach die Klappe und mach das Gewicht drauf, was dir gesagt wird. Und dann klappt das auch. Mhm. Und in dem Zusammenhang, das finde ich ganz witzig, also meine Eltern sind halt beide schon älter, weil mein Bruder 10 Jahre älter ist. Und den erzähle ich dann halt auch oft vom Sport und was ich irgendwie hier so mache. Und dann fragen die, ja, und wie viel war das dann? Wie viel du da gehoben hast? Und dann hatten wir letzte Woche, glaube ich, Deadlifts. Und dann habe ich das auf Video aufgenommen und meinen Eltern geschickt. Und die konnten das gar nicht glauben, dass ich da so viele Kilos irgendwie bewege. Mhm. Und das ist schon cool irgendwie. Ja, das ist echt cool. Ja. Voll. Ja. Den hast du auch, ich kann mich auch erinnern, dass du einen Vlog von dir hast, den auch geschickt, gell? Ja. Das ist auch cool. Ja. Ja, nice. Ja, die fiebern auch immer ein bisschen mit aus der Entfernung. Süß. Ja. Yes. Ist uns auch auf der deutschen Meisterschaft passiert, dass dann jemand hergekommen ist und gesagt hat, dass er die Angelika schon von den Vlogs gekannt hat. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, oh, so süß. Und auch jemand von Angelika erzähle ich auch immer ganz viel. Ja, ich auch zu Hause. Ja. Ja. Mama kennt die Angelika schon in- und auswendig. Ja, meine Eltern kennen sie auch. Schau. Angelika ist hier die Berühmtheit. Ja, weil sie echt inspiriert. Inspiriert mich auch. Total. Ja, muss ich sagen. Ja, so. Das, ich glaube, auf solche Sachen bin ich auch stolz auch. Ja. Also auf so einzelne Personen das mitverfolgen zu dürfen, da bin ich stolz. Ja. Und vielleicht auch noch aus einer ganzen anderen Ecke heraus, um die Frage noch, weil eigentlich hätte ich das antworten sollen, ich hasse Fotos zum Beispiel. Mich kannst du überhaupt nicht vor eine Kamera zu ziehen, das hätte ich mir nie vorgestellt, dass ich mal irgendwie ein Social Media mache, ein Tutorial mache oder ein Podcast oder irgendwas in die Richtung. Aber dass mir das die Möglichkeit gibt, sowas wie einen Vlog zu drehen, wo Leute drinnen sind, wo man sagt, in 5 Jahren, das kann man nochmal anschauen. Oder jetzt zum Beispiel in dem Fall, man kann verfolgen, was eine Angelika auf einer deutschen Meisterschaft macht. Oder man kann verfolgen, was, weiß ich nicht, XY in so einer Stunde macht. Oder so Events, die wir hier auch hatten. Genau, solche Sachen. Und einfach, dass man da irgendwie wie so eine Art kleine Time-Capsule machen kann.
wo man das so ein bisschen abspeichert und sich anschauen kann später mal. Oder sowas, ja, einfach wo jemand sagt so, hey, ich habe den und den Podcast gehört, vielleicht mit dem und dem, und das habe ich mir gerne angehört. Mhm. Oder auch vielleicht, ich habe es mir nicht gerne, ist mir eigentlich auch ziemlich wurscht. So, kann man ja immer ausschalten, aber du weißt, was ich meine. Ja. Darauf bin ich schon stolz, dass das mir die Möglichkeit gegeben hat, so daran teilzuhaben. Mhm. Und auch so zu sehen, was können andere Menschen, ja, irgendwie, was können die machen? Können die plötzlich irgendwie im Handstand laufen? Können die das erste Mal ein Seil klettern? Können sie auf eine Kiste springen? Haben sie plötzlich keine Rückenschmerzen mehr? Weil sonst, also solche Dinge. Da bin ich schon. Also diesen, so an der Veränderung teilzuhaben. Genau. Also dann irgendwie stolz drauf, das überhaupt gemacht zu haben, in der Position zu sein. Mhm. Das ist geil. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil das einfach was ist, womit ich im Traum nicht so gerechnet habe. Weil das bin ich eigentlich, es wusste ich eigentlich, dass ich das bin. Ja, das muss man auch erstmal herausfinden oft, ne? Ja, so als introvertierter Mensch bist du es halt auch nicht. Weil ich bin nicht so dieses bla und so. Das ist halt krass. Und ich glaube, das ist auch das Schöne an der Gymnastikstunde oder überhaupt jetzt an, ist jetzt auch gemein, dass wir nur für die Gymnastikstunde was sprechen, aber ist auch egal. Ja, ich glaube, das hat jede Gruppenstunde dann so an sich, weil du siehst du oft, das sind halt manche Menschen drin, die sind ein bisschen extrovertierter, manche, bei denen ist das nicht so. Und trotzdem hat das so ein süßes Miteinander, wo sie einfach das gemeinsam machen. Ja, und ich finde, das ist auch voll das Wertvolle. Das haben wir jetzt am 1. Mai, wo wir das Event auch hatten, hatten Maike und ich da auch drüber gesprochen. Das ist so, eigentlich, man kommt immer hier hin und findet eigentlich das, was man braucht. Also, wenn man Ruhe braucht, kriegt man die. Wenn man sich irgendwie auskotzen muss, kann man das irgendwie machen. Also, man hat immer so eine Runde, die sich auf einen einstellt. Und das ist so ein schönes Miteinander einfach. Und ich finde den Community-Aspekt so krass hier. Also es ist wie so ein zweites Wohnzimmer für mich mittlerweile. Süß. Ja. Für Maike auch. Und für Lara auch. Echt? Ich glaube, für Flo auch, ja. Süß. Ja, krass. Voll cool. Ja, die, was wollte ich jetzt sagen? Irgendjemand hat mich letztens drauf angesprochen, eben, oder nicht angesprochen, die, wir hatten noch den Podcast, ob CrossFit eine Sekte ist. Findest du, dass eine Sekte ist? Also ich kann sehen, wie man auf die Idee kommt, weil ich glaube, das ist schon so eine eingeschweißte Truppe, die halt viel Wert auf den Sport legt. Mhm. Also wo das wirklich einen großen Aspekt im Leben auch einnimmt. Aber Sekte, nein. Das finde ich nämlich auch nicht. Nee. Aber du weißt schon, wie du sagst, es ist einfach so die Möglichkeit, dass du halt zusammen irgendwas machst. Ja, und es hat halt einfach eine hohe Priorität im Leben. Also bei vielen, die das halt, also ich glaube, das ist selten eine Sportart, die du mal so einmal die Woche machst. Auf lange Zeit. Und ich glaube, dass da halt schon viel zugehört, oder weiß ich nicht, wenn du zum Beispiel Franzi und Moritz schaust, 3 Kinder und trotzdem sind die sau oft hier, das musst du priorisieren in deinem Leben. Stimmt. Ja. Und ich glaube, dadurch kann halt dieser Eindruck entstehen, dass es eine Sekte ist, oder? Du hast halt auch die, es ist schwierig, mit irgendwas anderem anzufangen, weil entweder du machst eine Sportart, die du halt schon immer irgendwie vielleicht seit Kind an durchgezogen hast, aber es gibt ja nicht ganz so viel, wo du sagst so, hey, morgen fange ich jetzt mal damit an, außer halt das Typische, halt so Yoga oder Spinning oder irgendwie so, wo du sagen kannst so, hey, komm, da gehe ich jetzt hin. Deswegen glaube ich, haben auch ganz viele von diesen Sachen halt ihren Erfolg, weil es halt etwas ist, wo du halt mitten im Leben stehend einfach loslegen kannst. Ja, und was und ja natürlich auch viel verfügbar ist, klar, ne? Aber. Also es ist einfach oft leicht verfügbar. Also wenn du dir, weiß ich nicht, die Fitnessstudios anschaust, die 24 Stunden aufhaben, das ist halt für Schichtarbeiter, ja, also da habe ich früher auch halt Sport gemacht, als ich im Krankenhaus noch gearbeitet habe, weil ich halt auch nach der Nachtschicht dahin gehen konnte oder wenn ich Spätschicht hatte, um 11 Uhr noch dahin gehen konnte. Das konnte sich halt gut an mein Leben anpassen und jetzt ist es halt schon eher so, dass ich gucke, ah ja, die Stunde ist noch frei und die würde ich eigentlich gern gehen. Ja, dann, weiß ich nicht, dann mache ich eine längere Mittagspause und baue quasi mein Leben eher um die Stunden, die ich besuchen will fast. Und das, finde ich, hat halt viel mit Priorisierung dann zu tun. Ja, findest du auch nichts Negatives? Nö. Hast du das manchmal, dass im Umfeld jemand zu dir sagt so, schon wieder dein Sport, gehst du auf den Keks damit oder irgendwie so? Geht eigentlich. Also gerade am Anfang, wo ich angefangen habe, fast jeden Tag hier zu sein, da war, glaube ich, bei meinen Eltern so ein bisschen die Sorge, dass ich es übertreibe und da irgendwie so ein bisschen was
Störungstechnisches hintersteckt. Okay. aber ich glaube, die haben auch relativ schnell gemerkt, wie gut mir das tut. Und dass es besser ist, wenn ich viel zum Sport gehe, als wenn ich nicht viel zum Sport gehe. Und gut ausgedrückt. genau, also ich glaube, die merken einfach, dass das viel positiven Einfluss auf mich hat und nicht negativ. Und deswegen haben die meisten eigentlich da auch viel Verständnis für. Oh, cool. Sind jetzt eigentlich schon deine drei Nominees eingefallen? Auf jeden Fall Maike. Maike fände ich spannend. Mhm. Flo, der schöne Flo. Ja, eigentlich so eine Hörnchentruppe. Oh, wir könnten nochmal einen Hörnchen-Podcast machen. Der würde aber dann Hörnchen-Cast heißen. Ja, das wäre auch gut. Apropos, ich muss ja mal in die Kamera halten. Also für diejenigen, die YouTube oder Spotify kurz. Aber ich muss eigentlich ganz nah an die Kamera. Dann bin ich zwar vom Ton her kurz weg, aber hier. Sieht man, das ist so scharf? Nein, das ist überhaupt nicht scharf. Naja, vielleicht, wenn du die Hand dahinter hältst. Ja, nee, weil er hier halt einigermaßen, doch hier, genau. Das hast du gehäkelt. Korrekt. Das Hörnchen, das finde ich so krass. Stell ich hier auf die Mitte. Ja, unser kleines Maskottchen für die PR-Versuche. So süß. Ja, wollte ich nochmal zeigen. Wie kommst du zum Häkeln? Ich wollte nicht mehr so viel am Handy hängen und ich hatte nicht genügend Bücher, die ich lesen wollte. Und ich wollte irgendwas mit den Händen machen. Mhm. Und dann habe ich so Videos gesehen. Und dachte, ja, das kann man mal testen. Und das macht ziemlich viel Spaß. Ja. Ich habe gerade gesehen, wie du da auf deine Fragen geschildert hast. Hast du echt noch Fragen aufgeschrieben? Ja, habe ich gerade noch. Ja. Okay, dann hause raus, aber ich stelle die gleiche Frage immer wieder auch zurück. zwei habe ich noch. Und zwar, was sind so die Basics, die du jemandem empfehlen würdest? Also vielleicht so ein bisschen aufgeteilt, jemand, der gerade anfängt mit Sport oder CrossFit. So, worauf sollte diese Person am ehesten achten? Boah, da machst du jetzt aber einfach was auf. Ich weiß nicht, was für eine Definition basic ist. Das ist eine Frage, die ich mir oft stelle, was basic eigentlich überhaupt bedeutet. Also das ist so etwas, wo ich lange überlegt habe, aber ich glaube, wenn jetzt jemand wirklich, wenn ich jetzt komplett neu mit dem Wissen von heute anfangen würde, dann würde ich wahrscheinlich einen ganz anderen Fokus auf Dinge legen. Also ich würde jetzt nicht sowas sagen wie von wegen, ja, ein bisschen hier irgendwie Kniebeugen und ein bisschen Liegestütze oder was weiß ich was, sondern ich würde wirklich sagen, erstmal viel trainieren im Sinne von atmen. Also wirklich so, ich würde viel so Positionsarbeit in irgendeiner Form machen und viel einfach Atemarbeit in den Übungen. Das würde ich auf jeden Fall so als basic definieren. Und das halt dann irgendwie so in verpacken in halt eine anständige Kniebeuge, so ein anständiges Hinge-Muster und irgendwas halt vielleicht drücken und irgendwas vielleicht ziehen, aber halt immer mit unter der Prämisse. So ein bisschen die Wechselwirkung, die dadurch also, dass hervorgehoben wird. Das würde ich jemandem schon empfehlen, von Anfang an in irgendeiner Form mit einzubauen. Also halt nicht so stumpf, ich mache jetzt nur noch diese und diese Übung und das als basic zu bezeichnen, sondern einfach so das als Konzept. Also wahrscheinlich, wenn ich es jetzt mir aussuchen müsste, würde ich sagen, irgendeine Form von Ausfallschritt würde für mich so als basic zählen. Also ja, wahrscheinlich so irgendwie rückwärts am besten vielleicht und das halt irgendwie anfangen mit ein bisschen Gewicht zu machen. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwie sowas wie eine Form von Kniebeuge, die vorne beladen ist. Ist vielleicht irgendwie noch sowas. Also, dass man halt vielleicht einen Goblet Squat oder irgendwie so. Und dann halt irgendwie was Einfaches zum Anfangen, wo man vielleicht eine Kurzhantel drückt, Bankdrücken mit einer Kurzhantel alternierend, irgendwie sowas, vielleicht Schulterdrücken alternierend, das Gleiche halt irgendwie auch mal so mal ziehen. Weil ob man dann schon so Sachen wie Klimmzüge am Anfang kann, ist vielleicht fraglich. Und dann wahrscheinlich so, ja, anfangen mit so Liegestütz und solche Sachen. Also deshalb, wenn du wirklich blutiger Anfänger bist, erstmal dich mit solchen Sachen wohlfühlen, dabei halt mal entspannt atmen lernen, mal so entspannt lernen, was müssen die Füße machen, was muss so eine Hüfte machen und so. Und das, wenn man halt mal einen Check hat, glaube ich, wird einem schon ziemlich viel klar. Ja, das
merkt man ja. Also das machen wir auch viel in der Gymnastikstunde, dass du da viel weitergibst in die Richtung. Ja. Und man merkt, wie krass das übertragbar auch auf andere Übungen ist, wo man vielleicht nicht am Anfang genau den Zusammenhang sehen würde. Und das ist so schwer in Worte zu fassen, weil ich habe jetzt zwar natürlich ein paar Übungen genannt, um halt ein paar Übungen zu nennen, aber irgendwie ist es halt immer das Gleiche. Mhm. Ja. Ja, irgendwo, wo bewegt man halt seinen Schwerpunkt hin und wo ampliziert man halt irgendwie eine Form von Kraft, und ob es dann ein Fuß ist oder ein Knie ist oder halt eine Schulter oder so. Ein Klimmzug oder ein Squat. Ist dann eigentlich, die sind sehr, sehr, sehr ähnlich, und deswegen tue ich mir so schwer, dann zu sagen, so, das wären halt dann die Basics, sondern ich würde einfach sagen, so grundsätzlich einfach mal lernen. Das beachten in allen Übungen. Genau, wie funktioniert halt so ein Körper? Ja. Wie kann man halt gegen irgendwas, egal ob es jetzt eine Stange ist oder ein Boden ist, halt Kraft irgendwie dagegen wirken, und wo muss man halt gewisse Dinge halt hinstellen, damit das halt klappt. Dann ergibt sich eigentlich die Übung. So. Ja. Aber ich glaube, die Frage habe ich richtig schlecht beantwortet. Nee, finde ich nicht. Okay. Nee, finde ich überhaupt nicht. Aber ich habe mir echt viele Gedanken schon darüber gemacht, weil ich das oft gefragt werde, auch so auf Instagram ganz oft, dass ich dann so die irgendwie halt eine Nachricht kriege. Was würdest du mir als Anfänger so empfehlen? Und da stehe ich immer wieder da so, ja, wie verpackst du das? Und dann deswegen verpacke ich es meistens immer so. Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen schwer zu greifen, wenn man das noch nicht probiert hat. Also wenn man noch nicht genau mal irgendwie so eine Atemübung von dir gemacht hat oder das irgendwo beim Klimmzug oder beim Liegestütz oder so implementiert hat. Das klingt aber, so eh so, aber ist es eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich nur, ich stelle mich jetzt mal hin, da hole ich Luft und da tue ich ausatmen. Ja, und genau, dann einfach nur mal bewusst atmen im Prinzip. Also bewusst drüber nachdenken, wann ich, wo, also was beim Squat ja oft normal ist, dass man drüber nachdenkt, wann atme ich ein, wann halte ich die Luft an und wann atme ich wieder aus. Ja, einfach, nur noch dass mal mit man, einem anderen Dreh drauf. Genau, dass man halt seine internen Druckverhältnisse lernt zu manipulieren oder halt, und das klingt so bescheuert, weil jeder denkt halt, natürlich, ich kann ja atmen, weil sonst wäre ich ja nicht so alt geworden. So, stimmt, voll. Ja. Aber das ist ein ganz, ganz, ich habe im Podcast zum Beispiel auch drüber gehört, wo es darum ging, wie krass das wäre, wenn es in der Schule ein Fach geben würde, atmen. Wie viele weniger Leiden wir hätten und wie einfach das wäre, indem man so gewisse Grundprinzipien einfach lernt. Wie gesagt, das klingt so total kompliziert, aber es sind immer wieder die gleichen Probleme, die die Menschen halt haben, und das ist so schnell abzustellen, wenn man halt, das meinte ich vorhin mit dem Stolzsein, auf gewisse Dinge halt einfach nicht mehr zu machen, einfach auch mal so zu lernen, sich mal zu entspannen und den halt nicht die größte Anstrengung zu fahren, wenn sie gar nicht nötig ist, dass damit du eben, wenn es nötig ist, halt auch mal volle Breitseite gehen kannst. Ja. Also das ist für mich halt so ein Basic, so loslassen und anspannen und halt einfach einen Schwerpunkt managen. Ja. Und klar, da kann man sich am Anfang einfache Übungen aussuchen, wo man das halt beachtet. Aber man kann halt einfach auch Übungen nehmen und diese ganzen Dinge halt gar nicht beachten. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich finde, das hat halt auch... Ist das schwer mit der Übung, das zu sagen? Ja, aber ich finde, das hat auch generell einfach viel mit Körpergefühl zu tun. Also, ja, das ist jetzt irgendwie Fokus auf die Atmung, aber generell ist das ja irgendwie, wie steuere ich was an? Also, was mache ich, um mein Becken zu kippen? Oder in welche Richtung geht das überhaupt alles? In welche Richtung kann welches Gelenk? Also... Ja. Was ist denn für dich ein Basic? Stelle ich mir oft die Frage, was da jemand einfach nur ein Trainierender denkt, was ein Basic Movement ist? Ja, Basic Movement weiß ich gar nicht, aber ich finde, was ich auch hier in der Box so empfinde, wo super viel Qualität, also nicht Qualität, sondern wo viel drauf rumgeritten wird? Nee, nicht drauf rumgeritten, aber wo viel einfach, Aufmerksamkeit, genau, Aufmerksamkeit drauf gerichtet wird, ist halt Qualität über Quantität. Mhm. Also klar haben wir mal Workouts, wo irgendwie Wiederholungen rausgeballert werden müssen, aber ich finde, es wird schon sehr viel Wert darauf gelegt, die richtige Technik und die richtige Ausführung zu üben. In vielen, so ich sag mal, den klassischen Basic-Übungen, also irgendwie Deadlift, Squat. Wenn wir diese Übungen in der Stunde haben, dann wird da viel Augenmerk auf die Technik gelegt. Und im Ollie-Lifting ja sowieso, das ist ja quasi der Sinn der Stunde. Ja, so als Basic-Übung, wirklich als Movement. Ist ganz schwer zu sagen, gell? Boah, ja. Also deswegen kann ich auch nicht so eine Antwort drauf geben. Ich glaube, Squat ist
ein ziemlich guter Basic-Move, weil du sowohl deinen Oberkörper irgendwie in der richtigen Richtung halten musst, als auch dein Unterkörper, also die Füße, die Knie, die Hüfte. Und ich glaube, wenn man den gut beherrscht, dann gibt das viel Basic für restliche Übungen. Das denke ich auch, weil ich glaube, wenn du halt in der Lage bist, eine gute Kniebeuge zu machen, dann hast du schon mal so ein gutes Gefühl dafür, wo du halt, sag ich jetzt mal stumpf, Luft in deinen Brustkorb reinbringst und wo nicht. Ja, das stimmt natürlich. Und wo du halt irgendwie Spannung aufbauen kannst. Und die Hüfte schon ganz gut läuft und so. Ja, voll. Und wenn du dann noch irgendwie Front Squat machst, dann hast du ja auch noch die Mobilität irgendwie von den Armen mit drin. Ja, ja, gut. Ist ein eigenes Thema. Ja. Aber in Theorie ist das mal eine Haltung, die man jetzt nicht so alltäglich irgendwie hat. Stimmt, da kann man im Training schon relativ, da kann man schon viel machen, ja, voll. Okay, letzte Frage. Genau, letzte Frage war, wenn es aus welchen Gründen auch immer kein CrossFit mehr geben würde, was wäre ein Sport, den du machen würdest? Ich bin ja eh nicht so, dass ich das irgendwie bezeichnen würde. Also ich bin ja schon lange auf diesen CrossFit-Gedanken schon gar nicht mehr so, weil ich ja schon finde, dass CrossFit eher, die haben ja eh ein Definitionsproblem. Also das, was es eigentlich ursprünglich gedacht gewesen ist, ist es ja heute schon ganz lange nicht mehr. Ist ja schon lange irgendwie eine Sportart geworden oder halt anscheinend irgendwie eine Trainingsmethode, wo man halt super viele, also angeblich ja viele verschiedene Sachen gemacht hätte. Aber wenn man jetzt halt vieles sagen muss, was viel halt im CrossFit gemacht wird, ist eigentlich nur immer das Gleiche. Wenn man es halt so macht, wie teilweise der Trend halt hingeht. Deswegen ist es sowieso schon, dass ich sage, ich würde halt trainieren. Also das mache ich aber eh schon. Aber du meinst, glaube ich, wenn es kein Training als solches geben würde, also wenn es kein Training in einer Box jetzt sag ich mal, so geben würde. Ja, das ist echt schwierig. Wahrscheinlich, ja, aber einfach Handbalancing. Ich würde draußen Handbalancing üben. Okay. Also in irgendeiner Form. Kopfüber sein. Wahrscheinlich. Oder vielleicht, es gibt ja auch viele Sachen, die du auf den Händen machen kannst, ohne halt. Weil ich glaube, das ist eine relativ gute Ganzkörperangelegenheit. Und dann würde ich wahrscheinlich einfach das machen. Kann man sich nämlich gut reinfuchsen. Kannst du relativ gut auch zu Hause machen. Ja, und du brauchst nicht so viel Equipment oder so, ne? Genau. Ich meine, gut, Calisthenics ist ja auch schon ein bisschen dann so das, aber dann bräuchtest du ja immer noch irgendwie eine Klimmzugstange oder halt irgendwas zu Hause. Aber bei einem Handstand bräuchtest du halt wirklich im Prinzip nur ein Handbalancing-Brett. Aber irgendwie so, ja. Oder vielleicht auch irgendwie eine Teamballsport ist eigentlich nie so meins gewesen. Meins auch nicht. Reitsport habe ich ja lange Zeit gemacht, aber das weißt du ja eh schon, deswegen kann ich das jetzt nicht aufzählen. Wie ist es denn bei dir? Ich glaube, ich würde am ehesten auch Richtung Turnen wieder gehen, tatsächlich. Also so, weiß nicht, Barren. Ach so, das hätte ich ja jetzt gar nicht, das hätte ich ja jetzt gar nicht vorgeschlagen, weil ich dachte, das ist sozusagen das Gleiche. Ja, ich finde, das ist hier schon nochmal anders. Also klar, die Gymnastikstunde ist sehr daran angelehnt. Aber ich finde, wir haben ja, decken ja schon viele Facetten hier ab. Also mit Gewichten, Körper. Ich dachte jetzt mit deinem Beispiel, dass das dann auch verboten wäre. Also nein, ist natürlich nichts verboten. Ja, oder? Weißt du, was auch ein geiler Sport ist? Ich glaube, Motorsport. Das ist halt teuer wie Sauer. Aber ich glaube, es ist auch lustig. Einfach ja, mal das wäre so gar nicht meins. Ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass es Spaß machen würde. Ja, aber du fährst auch gern schnell, hast du gesagt, ne? Wenn es sich ergibt. Würde mir schon Spaß machen, glaube ich. Also, ich kann mir vorstellen, oder auch wenn es jetzt keine Sportart ist, aber so E-Sports. Ist, glaube ich, richtig geil. Wobei es zählt, glaube ich, als Ich definitiv, glaube ich, auch, weil die Rechenleistung, was die da teilweise fabrizieren müssen, ist schon massiv. Also ich habe mir das jetzt dann ganz gerne auf YouTube auch angeschaut, wenn man da irgendwelche Meisterschaften oder sowas. Faszinierend. Also es ist richtig krass. Die Reaktionszeit. Die trainieren auch krass da. Ja. Also wenn die es wirklich professionell quasi machen. Ich glaube, da hängt schon viel, viel mehr hinter, als man so auf den ersten Blick vielleicht denkt. Die trainieren auch in real life, also wirklich einfach so noch dazu, damit die eben reaktionsschneller werden und so. Ja. Also das auf jeden Fall, denke ich, wäre spannend. Aber nee, ansonsten fällt mir jetzt... Wahrscheinlich, wenn der Podcast jetzt... schon gut aufgehoben. Ja, wenn der Podcast jetzt vorbei ist, dann fangen wir wahrscheinlich noch 10.000 Sachen ein. So ist das. Aber, ja, voll gut. Ich würde sagen, das muss gut sein für heute, oder? Hast du noch irgendwas? Gerne. Nee, das war schon lange Fragen. Aufgenommen. Ja, das ist ja süß, dass du auch mal Fragen hattest. Das habe ich jetzt noch nicht kommen sehen, aber auch voll gut.
Ja, dann würde ich sagen, Freunde, sprecht die Jenny auf jeden Fall in der Box an, wie euch der Podcast gefallen hat. Und die Nominees, die werden wir dann jetzt irgendwann demnächst mal ankarren. Und wie immer, wir freuen uns über eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast, YouTube, Daumen hoch oder Kommentar. Und ja, dann, wenn demnächst mal irgendwie mal wieder so ein Event ist, dann ist die Jenny am Start und lädt euch ein. Und immer montags. Also montags ja. 17.30 Uhr. Genau, wenn ihr mit der Jenny trainieren wollt, müsst ihr montags kommen. Das ist die verlässlichste Stunde. Ja. Ja, gut, dann tschüss, Freunde. Ciao. Fall.